Japan darf man nichts verneinen. Wenn man irgendwie das Essen serviert bekommt, darf man auf keinen Fall aufessen. Fürs Schlafen während der Arbeitszeit wird man belohnt. Es gehört sich, dass man nach dem Essen schmatzt und rülpst. Hi, ich bin Hiro. In diesem Kanal geht es um Japanisch oder um japanische Sprache. Und ich weiß, dass viele Leute auch über Japan reden, weil das Interesse an Japan sehr groß ist. Hier erzähle ich euch mal über die 7 Sachen, die ich sehr häufig höre. Vorab will ich auch nicht lange reden und fangen wir erstmal einfach an. So, erster Punkt. In Japan darf man nichts aufessen. Also, wenn man irgendwie das Essen serviert bekommt, darf man auf keinen Fall aufessen, denn wenn der Teller leer ist, ist das ein Zeichen dafür, dass das Essen nicht ausgereicht hat. Damit würde man die Gastgeber beleidigen. Das habe ich schon so oft gehört, aber das gilt nicht für Japan von heute und auch nicht vor 10 Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren, sondern nur für China in bestimmten Regionen. Allerdings heißt auch in den letzten Jahren, dass man das auch nicht mehr machen sollte, denn Stichwort Food Waste. Daran achten auch viele Leute in China und sie wollen nicht, dass sehr viel Essen weggeschmissen wird. Kann ich auch verstehen. Also, wenn es euch schmeckt, dann gerne aufessen. Das ist nicht unhöflich und das ist auch keine Beleidigung. Und beim Thema Essen gibt es auch noch etwas, was ich sehr häufig höre. Es gehört sich, dass man nach dem Essen schmatzt und rülpst. Auf keinen Fall bitte. Macht das nicht. Also mit dem Rülpsen war halt nie der Fall in Japan gewesen. Also schmatzen tun einige Leute, aber auch nicht mehr viele. Hauptsächlich dann noch ältere Leute, die immer noch daran glauben, dass das irgendwie geil ist. Ist es nicht. Das gehört sich nicht und es ist auch kein Zeichen dafür, dass das Essen geschmeckt hat. Einfach lassen. Wenn was geschmeckt hat, sagen, dass es geschmeckt hat. Es war köstlich. Das reicht dann auch voll und ganz aus. Glaub mir. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das hat auch etwas mit dem Essen zu tun. In Japan darf man kein Trinkgeld geben, denn das ist eine bittere Beleidigung. Also was ich auf jeden Fall vorweg sagen muss, das ist und das war nie eine Beleidigung gewesen. Aber der Grund, warum man kein Trinkgeld geben sollte, ist, dass das Konzept nicht existiert. Es ist schon so, dass auch sozusagen das Trinkgeld halt in den Gebühren, in dem Preis drin ist und dass es auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man freundlich ist. Aus diesem Grund, wenn man dann versucht, irgendwie Trinkgeld zu geben, sind die Leute mehr verwirrt, weil sie einfach das gar nicht kennen. Und vor allem, wenn es dann nur so Teilzeitarbeiter sein sollte, fragt sich die Person auch natürlich, was mache ich mit dem Trinkgeld? Muss ich das irgendwie mit jemandem teilen oder wie gehe ich damit um? Das kenne ich gar nicht. Also, um diese Leute nicht zu verwirren, lieber gar kein Trinkgeld geben. Und ich habe auch schon sehr oft dann von Leuten gehört, aber man kann doch die Dankbarkeit in dieser Form dann zum Ausdruck bringen, weil wer will schon kein Geld haben? Andere Länder, andere Sitten. In Japan ist es unüblich, dass man Trinkgeld gibt. Allerdings gibt es auch Läden oder Berufe, bei denen es üblich ist, dass man Trinkgeld bekommt. Zum Beispiel so bei Hostessen oder Hostclubs oder auch bestimmte Bars oder Cafés. Und bei solchen Bars oder Cafés zum Beispiel ist es auch dann üblich, dass an der Kasse ein Becher oder eine Dose liegt, um das Trinkgeld reinzuwerfen. Da ist es offensichtlich. Und natürlich ist das auch keine Beleidigung. Und das mit der Beleidigung kam einfach von Leuten, die irgendwelche Gründe erfinden wollten, die eingängig sind. Was aber ganz wichtig ist, dass ihr in Deutschland bei den Japanern, sei es japanischer Friseursalon oder japanische Restaurants, japanische Cafés, da gibt ihr Trinkgeld problemfrei. Das ist keine Beleidigung, sondern auch ein Zeichen für die Dankbarkeit. Weil wir sind in Deutschland. In Deutschland heißt es Trinkgeld geben. Und das wissen auch die Japaner, die hier arbeiten. Trinkgeld ist hier üblich. Also gibt gerne Trinkgeld in Deutschland. Nur nicht in Japan. Einfach Japanisch. In Japan gibt es kein Wort für Nein. In Japan darf man nichts verneinen. Auch sowas höre ich immer wieder. Also das Wort für Nein gibt es schon. Und es ist auch nicht wahr, dass man nichts verneinen darf. Nur bei zum Beispiel im Geschäftsleben kommt es häufig vor, dass Leute ungern Nein sagen oder nicht sofort alles ablehnen wollen und möglichst zum Beispiel warm halten wollen und dass sie deswegen andere Wörter benutzen, wie zum Beispiel, das ist schwierig, das könnte eventuell zu Problemen führen, um nicht direkt Nein zu sagen. Ja, in den letzten Jahren hat sich das aber auch gelockert. Und viele sagen auch tatsächlich Nein zu dem, was nicht geht. Und es stimmt nicht, dass man nicht Nein sagen oder nichts ablehnen darf. Ja, apropos Thema ablehnen. Es ist allerdings so, wenn man zum Beispiel Geschenke, unerwartete Geschenke bekommt, dass man so ein bisschen anfangs versucht, das abzulehnen. So nach dem Motto, ja, sowas Tolles kann ich doch nicht annehmen. Und dann letzten Endes nimmt man das doch an. Das ist aber auch eine Art Höflichkeit. Nur was man auch wissen sollte, ist, das wird auch nicht von Nicht-Japanern oder
Leute, die keine Japan-Erfahrung haben, erwartet. Und anfangs, wer zum Beispiel neu in Japan ist und früher nicht in Japan gelebt hat, da heißt es auch so, dass sie erstmal sozusagen den Gaijin-Bonus kriegen. Also den sogenannten Ausländerbonus. Da wird ganz oft das Auge zugedrückt. Nach einiger Zeit funktioniert das auch nicht mehr. Wenn es dann heißt, die Person XY ist ja jetzt schon seit 5 Jahren in Japan und verhält sich immer noch so und so, dann wird man auch komisch gesehen. Aber wenn man nur zu Besuch da ist, spielt sowas eigentlich auch keine Rolle. In Japan ist alles unglaublich teuer. Das höre ich auch seit zig Jahren und heute noch. Sagen ja auch immer noch viele Leute, dass man in Japan zum Beispiel gar nichts kaufen kann. Dass es echt schwierig ist, in Japan zu leben, weil im Hasenstall würde man ja auch ein paar tausend Euro im Monat zahlen. Oder die ganzen Früchte, so Wassermelonen für 200 Euro, wer kann sich das schon leisten? Also das Leben in Japan ist unmöglich, viel zu teuer. Es stimmt schon, vor 30 Jahren war schon alles ein bisschen teurer in Japan als heute. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Deutschen zum Beispiel weniger verdient haben als im Vergleich zu heute. Denn es gibt ja sowas wie die Inflation. Das sieht ja auch so aus zum Beispiel, dass in Deutschland die Inflationsrate in den letzten 25 Jahren zusammen so bei 60-70% liegt. Also man verdient auch mehr, aber dafür sind die Sachen auch teurer geworden. Also über die Preiserhöhung in den letzten Monaten reden wir erstmal gar nicht, aber so insgesamt. Und wie sieht es in Japan aus? 25 Jahre, Inflationsrate nicht einmal 10%. Und das Einkommen der Japaner pro Stunde wurde in den letzten 25 Jahren weniger, um 8%. Ist absolut nicht gesund, also die Kosten steigen ganz langsam, aber ihre Gehälter fallen. Ist ja dann klar, dass eigentlich in Japan nichts teurer werden kann und im Verhältnis, also von Deutschland aus gesehen, alles echt günstig ist. Und die angeblich teuren Früchte, darüber redet man natürlich gerne, sind einfach Geschenke. Die hohen Preise sind sozusagen das Zeichen der Dankbarkeit oder ja, Stärke der Gefühle. So, wenn man jemandem Geschenke macht oder sich wünscht, dass jemand schnell aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann nimmt man solche teure Früchte mit als Geschenk. Also kein Alltagsfrüchte. In Supermärkten gibt es durchaus viele bezahlbare Früchte, also Obst, Gemüse, relativ günstig sogar. Und wenn man draußen essen geht, sowieso. Beim Ein-Personen-Haushalt kann es auch mal vorkommen, dass es eigentlich günstiger ist, halt draußen zu essen, als dasselbe Gericht zu Hause zu kochen. Das ist schon verrückt, ja. Und bei den Wohnungen ist es auch ähnlich. Im Zentrum von Tokio, da wo alle Leute wohnen, da wo die Nachfrage sehr groß ist, dann ist es klar, dass da die kleinen Wohnungen auch relativ teuer sind. Aber wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, sind sie auf jeden Fall bezahlbar. Ähnlich groß wie in deutschen Großstädten zum Beispiel und auch zu ähnlichen Preisen. Und wenn man wirklich außerhalb wohnt, also Tokio ist ja auch relativ groß, gibt es auch schon Wohnungen, so 20-25 Quadratmeter zwar nur, aber für 200-300 Euro. Wenn man solche kleine Wohnungen sieht, die auch noch teuer sind, Tiny Apartments, möchte man ja auch ganz gerne was darüber berichten und auch YouTube-Videos drehen oder auf TikTok was zeigen. Und sowas geht schnell viral. Und weiterhin denken alle, in Japan ist alles klein und teuer. Und einige haben sich sicher gefragt, aber warum ist es so, dass in Japan die Gehälter nicht hochgingen? Das hat mit der interessanten Politik zu tun. Also das Finanzministerium in Japan versucht seit längerer Zeit, den ja, Primärsaldo immer auf schwarze Zahlen zu behalten. Sprich, also der öffentliche Haushalt soll dann wenig Ausgaben haben und dadurch dann immer schwarze Zahlen schreiben. Macht kein gesundes Land. Also wenn ich hier erzählen würde, warum Japan keine Inflation hat und warum die Japaner nichts verdienen, wird auch ein bisschen lang und wir kommen auch ein bisschen vom Thema ab. Nur ja, wenn die Nachfrage da ist, kann ich auch ein bisschen was darüber erzählen, so kurz und knapp. Aber machen wir mal erstmal hier weiter. Fürs Schlafen während der Arbeitszeit oder Schulstunden wird man belohnt. Das sagen auch relativ viele Leute und ich sehe auch hier unter Videos und Artikeln und Newsmeldungen und Insta-Posts und dies und jenes zu diesem Thema, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist absolut nicht der Fall. Es gibt zwar Leute, die während der Arbeitszeit oder auch während des Unterrichts schlafen, aber das wird nicht gern gesehen, sondern man wird eigentlich eher bestraft. Was einige Leute so berichten, aus Erfahrung, ist ja auch sowas,
dass wenn zum Beispiel aus Japan irgendwie eine Delegation kam aus 20 Personen, nur 2 davon sind entscheidende Leute und 18 sind irgendwie, keine Ahnung, die sind irgendwie da und ein paar Leute schlafen während der Konferenz und das stört niemanden. Und da fragt man sich schon, was das soll und ob das irgendwie okay ist. Einige sagen sogar, das ist ein gutes Zeichen auch für die Vorgesetzten oder für die Lehrer, weil die Arbeiter oder die Schüler haben sehr stark gearbeitet. Unsinn. Und der Grund, warum in der Firma diese Leute nicht bestraft werden, ist entweder diese Leute sind schon auf höherer Position, eigentlich nur wegen ihres Alters nach oben gekommen und deswegen traut sich niemand was gegen diese Person zu sagen, oder diese Person ist sowas von egal mittlerweile. Die Firma läuft auch ohne diese Person. Gleichgültigkeit. Es hat immer so funktioniert, also was soll's. Gibt's immer öfter bei älteren Firmen. Und in den Schulen ist es so, dass den Lehrern dann eigentlich egal ist. Eigentlich ist das ja auch die Aufgabe der Lehrer, dafür zu sorgen, dass niemand im Unterricht schläft. Und wenn es den Lehrern hauptsächlich darum geht, einfach durchzumachen und die Unterrichtsstoffe abzuarbeiten, dann lassen sie die Schüler schlafen. Und es ist auch kein gutes Zeichen. Es wurde nirgends belohnt dafür. Aber wichtig ist, dass man zumindest bei den Klausuren gute Noten schreibt. Wenn man wirklich schlecht ist, bleibt man auch sitzen. Einige sagen, dass es in Japan unmöglich ist, sitzen zu bleiben, weil man kann auch im Unterricht schlafen oder schwänzen. Man kommt irgendwie doch weiter. Aber das hängt wirklich auch von der Schule ab zum Beispiel. In Schulen ganz unterer Klasse kommt man schon echt weit, ohne irgendwas zu machen. Aber das gilt nicht für die Allgemeinheit. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, warum sowas weitererzählt wird, aber ich habe schon eine leichte Vermutung. Dass Powernapping, also kurzer Mittagsschlaf, von einigen Firmen gefördert wird. Aber sie haben halt bestimmt einen Slot, so nach dem Motto, jeden Tag haben alle Mitarbeiter das Recht aufs Powernapping, sprich so 30 Minuten, können sie kurz weggehen, in den Schlafraum, sich den Schlaf nehmen und man kommt dann erholt wieder zurück zum Arbeitsplatz. Und danach wird dann einfach durchgearbeitet. Dass Leute halt wegen des Powernappings ihren Arbeitsplatz verlassen. Das ist schon in der Arbeitszeit drin. Und ich denke mal, dass Leute das irgendwie falsch verstanden haben und das so interpretiert haben, dass in Japan, in der japanischen Gesellschaft, top ist, wenn man während der Arbeitszeit oder in der Schule schläft. Auch das gehört ja zur Kategorie, klingt geil, das muss ich jedem weitererzählen. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Und wenn so viele Leute darüber was erzählen, dann stimmt das doch bestimmt. Und hier noch eine andere These. Es gibt eine Firma, die belohnt ihre Mitarbeiter, wenn sie mehr als 6 Stunden am Tag schlafen. Darüber wurde in den letzten 5 Jahren immer wieder im Westen berichtet. Auch das kann der Grund sein, dass einige nur den Punkt fürs Pennen wird man honoriert rausgelesen haben. Es ging aber dabei nur um eine Firma. Übrigens heißt die Firma Crazy. Und weiter geht's. Man darf in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen. Denn Millionen von Leute ziehen einfach ihre Nase hoch und putzen nicht ihre Nase. Es gibt schon ältere Leute, die sich irgendwie daran halten. Die meinen, man darf die Nase definitiv nicht in der Öffentlichkeit putzen, aber in der Regel ist es einfach so, man soll die Nase putzen. Einmal Nase putzen ist 1000-mal besser als millionenmal die Nase hochziehen. Das ist einfach eklig. Nur wenige Leute glauben daran, dass man sowas nicht machen darf. Also außerhalb von Japan gibt es schon viele, die daran glauben, aber in Japan nicht mehr. Auch wenn man hier und da Leute sieht, die die Nase hochziehen, ist es kein Zeichen dafür, dass es verboten ist, die Nase in der Öffentlichkeit zu putzen. Und für einige Leute ist es auch so, dass sie einfach zu faul sind, die Nase zu putzen. Weil da sind ja einige Schritte zu erledigen. Man holt das Taschentuch raus, man muss ja die Maske irgendwie runterziehen, man macht die Nase sauber und man muss das Taschentuch auch schön entsorgen. Also viele Schritte, die mega anstrengend sind. Deswegen ziehen die Leute ihre Nase hoch. Nein, ich finde es unangenehm, viele finden es auch unangenehm. Einmal Nase putzen ist besser. Aber beim Naseputzen, vor allem wenn man zum Beispiel im Gespräch ist oder beim Essen, sollte man halt nicht ins Gesicht anderer Personen gucken, wenn man die Nase putzt, sondern ein bisschen weggucken. Das waren die 7 Punkte, die ich sehr häufig höre. Wenn ihr sowas hören solltet, könnt ihr gerne sagen, Hiro von Einfach Japanisch hat gesagt und könnt auch natürlich gerne auf das Video verweisen. Es gibt noch zahlreiche andere Punkte, die ich über Japan gehört habe, die nicht wirklich stimmen
oder wirklich einfach nur skurril sind. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Dann werde ich auch sicher ein weiteres Teil machen mit solchen längeren Erklärungen. Und ich bedanke mich für eure Hilfe, euren Support, wie gesagt für euren Daumen hoch und Abonnement. Und danke auch für die Mitgliedschaft, wo ihr auch dann Zugriff habt auf meinem Discord-Server. Da könnt ihr auch dann mir direkt Fragen stellen und schreibt auch gerne unten in das Kommentarfeld hinein, wenn ihr noch irgendwelche skurrile Sachen über Japan gehört habt. Das werde ich alles sammeln und eines Tages vielleicht für das Thema eines Videos nutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Japanisch Fakten erzählen ist ziemlich einfach, oder? Mata ne!